So, dann mache ich doch noch mal hier mein altes Wahlspiel. Das mache ich ja jetzt hier schon ein paar Wochen. Letzte Woche habe ich ausgesetzt wegen dem G20. Da hatten wir ja heiße Diskussionen um den G20-Gipfel. Mittlerweile ist das ja schon eine Woche her. Und viele Leute wollen ja, dass der Scholz zurücktritt. Angela Merkel sagt, nee, der muss nicht zurücktreten. Wahrscheinlich, weil sie dann auch zurücktreten müsste, denn Angela Merkel war diejenige, die Hamburg ins Spiel gebracht hatte und hatte den Scholz gebeten, Mensch, das können wir doch in Hamburg machen. Ich nehme an, das hängt auch mit der Elbphilharmonie zusammen, dass sie irgendwie auch wollte, dass das da groß gefeiert wird. Aber das ist nur so ein Gedanke von mir. Tja, mit dem Zurücktreten, weder der Scholz noch die Merkel werden deswegen zurücktreten. Denn man hat ja die Schuldigen gefunden. Das waren ja einzig und allein nur die Krawallmacher. Polizei und so haben ja anscheinend überhaupt gar keine Fehler gemacht. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Es gibt über 30 Verfahren jetzt gegen Polizisten. Ich habe im Internet, auf YouTube, wirklich fiese Videos gesehen, wo sich Leute im friedlichen Widerstand einfach nur vor ein Polizeiauto gestellt haben. Dann steigt der Polizist aus und haut ihm so richtig so eine Faust irgendwie auf die Nase. Solche Sachen kann man sehen. Also für mich ist das schon irgendwie, eine Polizei muss da anders reagieren. Auch wenn der vielleicht schon 5-mal vorher das gemacht hat, das konnte man in dem Video nicht sehen. Ich erwarte von der Polizei, dass sie sich da zurückhält. Und man kann den irgendwie auch erstmal bitten, wegzugehen. Und wenn er das nicht nimmt, kann man ihn auch wegschieben, denke ich mal. Aber ich komme jetzt irgendwie von meinem Thema ab, denn das... Dali. Mein Thema ist eigentlich, warum soll ich wählen? Also ich habe das mit dem Scholz gesagt, weil... Es ist irgendwie ganz klar, dass da erhebliche Fehler gemacht wurden und die treten nicht zurück. Die machen irgendwie, was sie wollen. Und im September haben wir ja wieder Wahl. Und ich weiß nicht, warum ich überhaupt wählen soll. Also davon abgesehen, dass ich keine Partei irgendwie irgendwo sehe, der ich gerne meine Stimme geben möchte, weil ich glaube, dass sie die Sache zum Besseren bringt. Ich hab das Problem, dass ich dieses System, so wie es ist, nicht so traue, dass ich wählen kann, dass ich überhaupt glaube, dass irgendeine Wahl auch nur irgendeine Veränderung geben wird. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und nach meinen Erfahrungen war das auch so jedes Mal, wenn ich gewählt habe, es war egal, ob die CDU an der Macht war, ob die SPD oder... Dann hatten wir ja so große Koalitionen, CDU, FDP, SPD, FDP hatten wir, Grüne und SPD hatten wir und es tat sich nichts. Also, ich würde mich freuen, wenn irgendjemand, es sind ja leider heute nicht so viele da, aber wenn mir jemand erklären kann, warum ich mein Kreuz machen sollte, dann wäre ich sehr dankbar.